Anfang des Jahres seid ihr ziemlich kreativ für uns gewesen und habt im Zuge der Clip Challenge, Design Your Clip Challenge, eure Vorschläge geschickt, wie unsere 35mm Clips aussehen könnten. Es waren tatsächlich an die 200 Einreichungen, ich glaube 199 waren es. Und wir haben bei uns intern im Team dann sozusagen abgestimmt. Jeder durfte 3 Clips auswählen, die ihm am besten gefallen. Und so haben wir uns langsam aber sicher von Woche zu Woche zu einer Entscheidung gewählt. Und die möchten wir euch heute präsentieren. Es war natürlich echt nicht einfach. Ein paar waren ganz klar. Bei ein paar haben wir diskutiert. Und es waren natürlich viele Kinderzeichnungen, die sehr lustig waren, muss ich echt gestehen. Und viele gute Ideen, die wir vielleicht in weiterer Folge dann sozusagen aufnehmen werden und zu Clips produzieren werden. Es war jedenfalls der Prozess dann der, unsere Grafikerin, die Danny, hat eure Vorschläge sozusagen in ein digitales Format übertragen und wir haben 4 Clips ausgewählt, wobei diese 4 Clips von 3 Frauen geliefert wurden dann letztendlich. Und so fange ich an mit unserer lieben Birgit, die tatsächlich sogar 2-mal in die Endauswahl unsererseits kam. Ich zeige euch da jetzt den ersten und zwar ein super schön farblich knalliger Clip, der natürlich jetzt auch, wie ihr seht, gar nicht so schlecht, merke ich gerade, zu unserem Swimmingpool passen wird. Hat so ein schönes, großes Muster, farblich lustig, passt natürlich cool zum Black Beauty, cool zum Swimmingpool, passt aber auch gut zum Sunny oder Plums. 35mm gibt es in lang und in kurz und so kommt schon der zweite Clip von der Birgit. Danke vielmals übrigens für dein Engagement und für deine geilen Ideen. Wie ihr seht, ein Wahnsinn. Der passt super zum Shades und schaut mal, dieser eine Rotton ist auch im Tom & Jerry drinnen. Genau, das ist der zweite von der Birgit. Jetzt kommt ein Rainbow Clip von der lieben Angelika. Wir hatten, muss ich gestehen, tatsächlich relativ viele Regenbogeneinreichungen. Der mit diesen Art Wasserflecken hat uns eigentlich in Summe am meisten überzeugt. Ich glaube, das war sogar auch der Clip, der von eurer Seite sehr viele Likes abgesahnt hat. Ja. Auch den gibt es natürlich in 35mm in lang und in kurz und fetzt ziemlich. Ja, und was natürlich cool ist, im Juni ist ja unser Pride Month. Da passt er auch ganz gut dazu. Jo, und jetzt vierte und letzte Variante. Wir haben auch versucht, natürlich möglichst ein breites Spektrum abzudecken und verschiedene Stilrichtungen mit reinzubringen, war unsere liebe Nicole. Der hatte, glaube ich, bei uns intern extrem einheitlich sofort viel Zustimmung. Ziemlich cool mit so geometrischen Formen. Diese hellen Stellen sind nicht weiß, sondern so ein Off-White-Braunton. Dadurch wird er eher ruhig und passt perfekt zum Sunny, zum Shades, aber auch zum Plums. Also dieser Clip hatte, glaube ich, auch bei uns einheitlich im Team relativ schnell hohe Punktezahl, weil er einfach echt cool ist. Ja? Also an dieser Stelle, an alle Lieben, die mitgemacht haben und uns und andere inspiriert haben, danke vielmals, die Ergebnisse lassen sich echt sehen und ich wünsche euch viel Spaß beim Clippen, Rappen und Probieren. Bye, bye!